Wir haben wieder Nachwuchs bei den Königspinguinen. Das Jungtier ist geschlüpft am 26. Juli. Es war natürlich die ersten zwei Wochen in der Bauchfalte und deswegen so gut wie nicht zu sehen vom Besucher. Aber jetzt mittlerweile steht das Jungtier schon alleine und es wächst und gedeiht. Und mittlerweile hat es eine Größe von ca. 20 cm. Bei den Königspinguinen kümmern sich beide Elternteile um die Aufzucht. Sie wechseln dann ab. Das Jungtier sitzt dann immer bei dem einen unter der Bauchfalte und der andere geht in der Zeit fressen und der vorverdaute Fisch wird dann dem Jungtier gefüttert. Viele Pinguinarten gelten mittlerweile als bedroht und stehen auf den roten Listen. Grund dafür sind unter anderem der Klimawandel, aber auch Umweltverschmutzung und Lebensraumeinschränkung. Bei den Artenschutztagen wollen wir zeigen, was der Tiergarten zum Schutz bedrohter Arten macht, aber gleichzeitig wollen wir auch unsere Besucherinnen und Besucher motivieren, selber was in ihrem Bereich zu tun, wie zum Beispiel auf eine insektenfreundliche Gartengestaltung achten.